Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und hier geht es heute um ein Thema, was ihr vielleicht in den letzten Tagen gelesen habt, nämlich die Russell 2000 Futures und auch die Optionen, genauer gesagt die E-Mini Futures und Optionen, die gibt es jetzt an der CME, also in Chicago, zu handeln. Und was ihr dabei beachten müsst, was das überhaupt ist, darum geht es jetzt hier im Video. Seit ungefähr einem halben Jahr ist es ja bekannt, dass die E-Mini Russell Futures und auch die Optionen, die bislang an der ICE US, also an der Intercontinental Exchange, gehandelt wurden, dass die jetzt rüberwandern an die CME. Und jetzt ist es soweit, jetzt ist das Ganze passiert. Wir können ab sofort sowohl die E-Mini Futures als auch die zugrunde liegenden Optionen jetzt an der CME handeln. Ihr seht das auch hier auf der Webseite der CME Group. Wenn man da momentan darauf schaut, ist das das erste Bild, was man sieht. Die CME freut sich natürlich, dass sie diesen Deal machen konnte und quasi das an ihre Börse rüberholen konnte. Bevor wir noch ein bisschen auf die Futures als solches eingehen, vielleicht erstmal, was ist denn überhaupt der Russell 2000? Ne? Und der Russell 2000 kennt jeder so, aber was dahinter steht, gehe ich mal davon aus, wissen die allerwenigsten. Denn der Russell 2000 ist in allererster Linie erstmal ein Nebenwertindex. So, er ist aber nur ein Teil, und zwar der Russell 2000 stellt die nach Marktkapitalisierung 2000 kleinsten Aktien aus dem Russell 3000 da. So, das heißt Russell 3000, das umfasst ungefähr 90% der Börsenkapitalisierung der Vereinigten Staaten oder 95% ungefähr. Also alles, was an der NYSE, am MX, an der Nasdaq gehandelt wird. 3000 Aktien und die 2000 mit der kleinsten Marktkapitalisierung, die wandern nochmal rüber in den Russell 2000. Der wiederum, und das ist ganz interessant, nur 10% der US-Marktkapitalisierung abdeckt. Ne? Also es ist ein sehr, sehr wichtiger Index, aber von der Marktkapitalisierung her, weil es eben nur die kleineren Werte sind, sind es nur 10%. Wie gesagt, der Russell 3000 90%. Und da könnt ihr euch vorstellen, allein die obersten 1000, was die dann an Marktkapitalisierung ausmachen. So, wir merken uns einfach, Russell 2000, das ist ein Nebenwerteindex. Der Russell 2000, den gibt es noch gar nicht so lang. Der wurde, jetzt muss ich überlegen, ich glaube 1984 entwickelt und wurde dann rückgerechnet bis ins Jahr, ich glaube 78. Ihr seht auch mal hier einen Chart. Und im Großen und Ganzen verläuft der schon so wie der breite Markt. Das heißt also wie jetzt auch der S&P oder so. Also so eine übergeordnet große Korrelation ist da schon vorhanden. Es ist ein Index, in dem die Dividenden mit eingerechnet sind und wo die Gewichtung der einzelnen Aktien nach Marktkapitalisierung erfolgt. Das heißt, hohe Marktkapitalisierung, hohes Gewicht, geringe Marktkapitalisierung, geringes Gewicht. Anders als zum Beispiel im Dow Jones, wo es ja nach dem Preis der einzelnen Aktie geht. Das ist der Grund, warum es manche Aktien nicht in den Dow Jones momentan schaffen, wie eine Apple, eine Google. Die werden mit $1000 einfach viel zu teuer. So, jetzt also rüber zur CME. Die hat also den Deal gemacht und hat gesagt, okay, wir holen uns diese Aktien rüber. Das ist natürlich für all diejenigen gut, die eh schon ein Datenabonnement bei ihrem Broker für die CME haben, weil das sind die billigen Daten. Ihr wisst, die ICE US, die kostet je nach Broker teilweise $120, $130 im Monat. Das heißt, wer viel Russell handeln will, der spart sich ab sofort diese Kosten. Das ist super. Allerdings ist es natürlich so, dass viele ja auch diese RUT, also diese Indexoptionen, handeln. Und jetzt, was wir hier haben an der CME, das sind also die E-Mini Futures. Ne? Das sind also jetzt Future-Optionen. Die Future-Optionen, die werden das Symbol oder haben das Symbol RTY. RTY, das wird der Future sein. Und wenn ihr den zum Beispiel jetzt in eure Handelsplattform eingebt, dann werdet ihr sehen, diese Futures sind auch schon da. Wenn ihr ein normales Abo habt, also ein Datenabo, dann werden die auch schon mit Realtime-Daten sein. Und ihr könnt euch die zum Beispiel in der TWS auch schon über den Option Trader aufrufen. Aber Achtung, achtet da mal auf die Strikes. Momentan gibt es da noch keinen Handel. Warum? Es sind ja bloß ein paar Tage. Ich glaube, das ist vor 3 oder 4 Tagen erst eingeführt worden, als ich jetzt hier das Video aufnehme. Und die TWS oder viele Optionsbroker kommen noch nicht klar so richtig mit der Berechnung. Und deswegen stimmen die Strikes alle nicht. Die Preise stimmen teilweise auch noch gar nicht. Deswegen ist da noch nichts drin. Die ersten Tage ist auch noch kein Volumen drin. Ganz klar, es wandert ja erst rüber von der ICE. Und deswegen muss erst hier das Volumen angeschoben werden. Ich bin mir aber sehr, sehr sicher, dass hier sehr schnell sehr viel Volumen reinkommen wird. Und ich persönlich freue mich sehr darüber, dass wir diese Future-Optionen jetzt werden handeln können. Warum?
Nebenwerte schwanken mehr. Das ist einfach so. Ne? Gibt es ja immer so diesen Streit, was läuft besser, Grow oder Value. Und wenn wir sagen Grow, dann ist das natürlich Nebenwert. Und Nebenwert schwankt also auf jeden Fall mehr. Und was bedeutet mehr Schwankung? Mehr Volatilität, das bedeutet bessere Prämien. Und wir werden also in den Russell-Optionen mehr Gelegenheiten haben als beispielsweise jetzt im Dow Jones, der einfach ein bisschen weniger schwankt. Ne? Deswegen glaube ich, wird das für uns ein schönes Instrument werden. Guckt einfach die nächsten Tage immer mal wieder mit rein. RTY, das sind also die, das ist also das Symbol. Schaut auf die Webseite der CME, geht da einfach unter Produkte oder gebt eben unter Symbolsuche einfach RTY ein. Dann seht ihr auch, ob so langsam Volumen reinkommt und wenn dann mal so vielleicht in 3, 4, 5 Wochen Volumen drin sind, dann könnt ihr das definitiv auch handeln und dann sollte uns das viel, viel Spaß machen und auch die ein oder andere Gelegenheit bieten. Und vielleicht haben wir ja im Sommer noch einen kleinen Crash und die Vola geht hoch und wir können dann sogar die Russell-Optionen zum ersten Mal mit einer richtig schönen hohen Volatilität handeln. Also neues Produkt, E-Mini Russell Futures und Optionen an der CME. Klasse für uns, wieder mehr Gelegenheiten und euch wünsche ich viel Erfolg beim Handel damit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.